Ey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Days Gone. Und ich weiß, es ist ein langes Game. Und ich weiß, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon bei der Hälfte sind, ja? Aber ich wollte mal Danke sagen. Danke, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass wir hier ganz gechillt einfach das Game uns geben können, ohne dass wir irgendwie im Zeitdruck sind. Davon, von meiner Seite, Dankeschön. Und hier soll es auch weitergehen. Denn wir müssen mal ein bisschen Hinne machen. Nee, wir haben noch ein paar Aufträge. Viele sind es nicht, ich glaube zwei momentan. Einmal dieses Plünderer-Camp. Oder hier Story-Kopfgeldjäger und zwar direkt hier um die Ecke. Und genau das würde ich gerne angehen. Ich habe hier schon mal alles verkauft, was wir noch bei hatten. Viel war es nicht. Aber wir werden mal sehen, Freunde. Es sind nur 226 Meter, also sind wir relativ schnell da. Machen wir wie immer mitten in der Nacht. Einfach nur wegen dem Nervenkitzel, ihr wisst Bescheid. Dick, wir brauchen ihn lebend. Lebend? Ach komm schon, was? Wieso? Vor seiner Flucht stahl er zwei Beutelsamen. Dick, wir brauchen die. Scheiße. Wir müssen wissen, ob er sie verkauft oder versteckt hat. Das macht mir meinen Tag zwar komplizierter, aber okay, ich werde ihn mir holen. Dicken Ende. Das ist doch scheiße. Seien wir mal ehrlich. Oh, wir können jetzt 15 Schuss tragen. Stimmt, wir haben ja ordentlich geupgradet. Nicht mit mir, Bitch. Danke, dass sie mir Fleisch bringt. Alles verwenden. Mehr Munition. Okay. Muss mich genau umschauen. Funktionierendes Bike in der Nähe benötigt. Könnte nützlich sein. Was ist das? Okay, kein Problem. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Ding, wo wir uns was angucken und dann fährt der Dude an uns vorbei. Ich dachte es mir fast. Was haben wir hier? Come on! Na, Kopfschmerzen. Was geht hier ab, Alter? Lass mich doch mal bitte das Ding da untersuchen. Ah. Oh, Scheiße, da ist er. Da war ich schon. Okay.
läuft's, Lynchman? Was ist? Gab's im Camp nicht genug zu essen? Leck mich! Dachtest du ja, du killst ein paar Leute, haust mit dir ein Zeug ab. Na, ist ja egal, wenn hier einer verhungert. Hauptsache, du hast, was du brauchst, hä? Lass mich los, du Arschloch! Hey, hör mir zu. Ricky wird ein paar Leute schicken und du sagst ihnen, wo die Samen sind. Und vielleicht erschießen sie dich, anstatt dich langsam aufzuhängen. Was sagst du? Keine Ahnung, wovon zum Teufel du redest! Okay, Mann, wie du willst. Ich find's so geil, dass wir den fesseln, aber die Uzi lassen wir bei ihm dran, weißt du? Lass ihm die Uzi! Er ist gefesselt, was soll schon passieren? Hey, Ricky, ich hab ihn und ich schick dir seine Position. Irgendwer soll ihn abholen. Hatte er die Samen dabei? Warte! Nein, ich hab nichts gesehen. Okay, wir holen ihn ab. Lost Lake Ende. Die Freaks töten mich! Bitte! Mach's gut, Lynchman. Einfach liegen lassen, Alter. Ich krieg das schon hin. Scheiße, wir müssen wirklich... Ja, mit dem Schrott ist halt... Schwierig zu entscheiden, ob das Sinn macht, dieses Schrott-Upgrade zu holen oder nicht. Wir brauchen halt den Schrott auch für unsere Armbrustbolzen. Wenn wir keinen Schrott haben, können wir keine Armbrustbolzen mehr herstellen. Das ist halt scheiße. Es wäre auch geil, wenn man hier irgendwie Camp-Punkte ausgeben könnte für Schrott. Ich würde jedes Mal auch irgendwie Gepäck voll Schrott mitnehmen. Einfach nur damit was haben. Wo fahre ich eigentlich hin gerade? Okay. Cool. Freunde. Sprengen wir jetzt die Höhle? Hey, ich hab nen Job für dich. Du hast einen Job für mich. Ja, da sind ein paar tote Freaks. Westlich der Brücke, stecken im Matsch. Die muss jemand rausholen und dann hier verbrennen. Kapiert? Schlamm catchen. Ja. Nicht mit mir, Mann, hab zu tun. Hey, ich will, dass du das tust. Ich weiß nicht, was Mike dir auf eurer Tour erzählt hat, aber es gibt viel Arbeit. Hier. Hey. Schizo, das geht nicht. Er kommt mit mir. Ich glaube, ich hab nicht mit dir geredet. Naja, ich hab Mike gefragt. Ich muss raus in die Außenwelt und er kommt mit. Okay? Wie gesagt, hab zu tun. Ja, wenn du zurück bist, kommst du zu mir. Nein. Kommst du? Wohin? Ist das wichtig? Ernsthaft, wo wollen wir eigentlich hin? Norden. Ricky, ehrlich, ich hab für den Scheiß wirklich keine Zeit. Komm schon, ich zeig's dir. Ich weiß, was du getan hast. Ich habe gar nichts getan. Wenn wir die Höhlen versiegeln, hält das die Horden auf? Das habe ich nicht behauptet. Verlangsamt sie vielleicht. Willst du auf irgendwas hinaus? Ja. Ich dachte trotzdem, du wolltest vielleicht bleiben. Ich meine, nicht nur wegen Busa, sondern vielleicht, weil du helfen wolltest. Das hast du geglaubt? Hey, ich habe mit angepackt. Ja schon, aber immer nur das Nötigste. Und du weißt das. Und jetzt hilfst du Iron Mike mit den Höhlen? Was sollte ich da glauben? Ich bin einfach ein netter Dude. Ricky. Ich bin einfach ein netter Dude. Hier. Vor ein paar Wochen starb jemand, als der hier ausgefallen ist und sich das Atemgerät der Station abschaltete. Atemgerät? Oh Gott, Ricky, sieh dich um. Wenn du hier ein Atemgerät brauchst, dann bist du doch schon tot. Und wenn's Busa wäre? Ja, das habe ich mir gedacht. Also,
Wir hatten fast 2 Jahre lang keinen Strom mehr, aber die Stromwandler und die Kabel sind alle intakt. Naja, zumindest hier. Ich will mal nach Norden fahren. Ich will zur Talsperre herausfinden, was los ist. Nein, nein, eskortieren, das ist Gesos Job. Ich brauche keine Eskorte. Du hast dort gelebt. Du kennst die Gegend wie kein Zweiter. Deacon, du brauchtest meine Hilfe, oder? Und jetzt brauche ich deine. Shit. Okay, gut. Ich hole ein paar Jungs, die da mit uns zusammen... Nein, tust du nicht. Wir machen das leise. Wenn wir auf Copelands Männer treffen, komme ich schon klar. Aber die Wildnis da oben ist voller Ripper. Und Pisser. Und Gott weiß was noch. Mehr Männer, du weißt was. Das heißt mehr Aufmerksamkeit. Ja. Nein. Nein, wir machen das auf meine Art. Ripper und Pisser. Scheiße. Gut. Okay, gehen wir. Hör zu, Ricky, ich muss dich mal was fragen. Damals, auf der Krankenstation. Ob ich dich abgeknallt hätte, wenn du bei uns hättest Medizin stehlen wollen? Nein. Wirklich? Du sahst aus, als wolltest du. Ich hätte dich erst nach draußen gebracht und dann abgeknallt. Okay, du wolltest also nicht, dass die Krankenstation mit Blut eingesorgt wird. Aha, genau. Cool. Wenn wir früh losfahren, schaffen wir es im Hellen zurück. Solange nichts schief geht. Was soll schon schief gehen? Ich folge dir. Was soll schon schief gehen? Folg einfach der Route auf deiner Karte. Da oben gibt's ein paar Plünderer-Camps. Halt dich lieber fern davon. Ja, kapiert. Also wie bist du hier gelandet? Ich hab dich nie gefragt. So wie alle, denke ich. Als es losging, war ich weit weg von zu Hause. Bei meiner Rückkehr waren alle fort. Wo kommst du her? Bin in der Kleinstadt bei Portland aufgewachsen. Ich habe in der Stadt gearbeitet, kam am Wochenende heim. Die Großstadt. Ja, genau. Willkommen in Oregon. Wie war's so da drüben? Ich meine, wie bist du da rausgekommen? Keine Ahnung. Hab Glück gehabt. Die Autos standen bis an die Küste, ein einziger Parkplatz. Willamette Valley war Kriegsgebiet. Es ging alles so furchtbar schnell. Ich sagte Freunden, sie sollten abhauen. Sie haben mir nicht zugehört. Sie haben es atomar zerstört. Portland? Ja. Habe ich auch gehört. What? Die Atombombe, das hätten wir gemerkt, oder? Ja. Also, du und Eddie. Hast du ein Problem? Ich? Nein. Komm schon, ich. Ich wusste es einfach nicht. Du warst lange mit uns unterwegs und es kam einfach nie zur Sprache. Ich war wie du. Irgendwie. Keine Ahnung. Eine gewisse Distanz schien eine gute Strategie zu sein. Okay, ich hätte nicht fragen sollen. Geht mich ja nichts an. Deshalb bin ich im Camp. Weißt du? Ich wollte ein normales Leben. Viel Glück dabei. Ist nichts Ernstes. Eddie und ich. Sah für mich anders aus. Ja. Heute überlegt man nicht mehr lange. Weißt du, was ich meine? Hab nicht gefragt. Ich muss dir mal was sagen. Nur zu. Ich bin dir echt dankbar, dass du dich für uns einsetzt. Für mich und Boozer. Bei Iron Mike meine ich. Wow, du bist ein echter Softie. Leck mich. Du hast dich bei mir noch nie bedankt. Ja, vielleicht hast du mir dazu ja nie Grund gegeben. Okay. Wo bist du denn neulich mit Iron Mike hin? Moment mal, du sagtest, er hätte es dir schon erzählt. Hab nichts aus ihm rausgekriegt. Ich kenne ihn ja schon sehr lang, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Irgendwie deprimiert. Wo seid ihr hin? Sherman's Camp. Das soll das allerletzte sein. Ist es auch. Aber wir hatten keine Wahl. Ich wollte die Höhlen versiegeln lassen wegen all der Horden. Er wusste, wo früher das Büro war. Wegen der Karten. Er sucht noch den nötigen Sprengstoff. Der Funk muss irgendwie gestört sein. Hört sich fast so an, als wärst du freiwillig da. Ich bin doch mit dir unterwegs, oder nicht? Du hattest keinen Bock auf Sumpfdienst. Okay, erwischt. Was ist passiert? Irgendwas ist passiert. Gar nichts, Ricky. Nichts ist passiert. Hat er denn nichts gesagt? Nein, nein, es ist nichts passiert. Und Iron Mike hat gar nichts gesagt. Wie du sagst, man kriegt einfach nichts aus ihm raus. Okay, da kommt der Damm. Sei vorsichtig am Tor. Keine Ahnung, wer oder was da lebt. Okay. Zumindest können wir ein Geheimnis für uns behalten. Egal, was wir da gesehen haben mit Iron Mike. Die Luft ist rein. Was, erwartest du Ärger? Ja, immer. Und wenn's so kommt, sind wir weg.
Dann komm, ich will den Ablauf prüfen. Wo willst du hin? Hier runter. Oh nein, nein, nein. Hey, da stimmt was nicht. Es sollte mehr Wasser rausfließen. Genau dort, ja. Und hörst du das? Was? Genau. Würden die Turbinen laufen, müsste man sie eigentlich bis hierher hören. Mhm. Gefällt mir nicht. Oh. Was ist da passiert? Was? Oh. Das ist mit allen Brücken hier passiert. Kluge Männer in Uniform dachten, dass die Horden so nicht weiter vordringen können. Oh. Flüchtlinge oder Horden von Freaks? Du meinst so Kerle wie Copeland? Der sicher auch. Hm. Okay, komm, ich will eben was überprüfen. Das nicht, irgendwie gefällt mir das hier gar nicht. Aber wir sind nicht allein, wir haben Ricky dabei. Guck, ein bisschen Schrott ist immer gut. Schrott. Gut. Nice. Ist mir egal. Auch wenn Ricky warten muss. Ihr hört's ja, da sind auf jeden Fall ein paar Freaks unterwegs. Ich kann nicht auf die schießen, das nervt mich. Komm her, fühl mal. Na los. Okay. Fühlst du irgendwas? Nein. Ganz genau. Wenn da Wasser durchfließt, dann müssten die Turbinen vibrieren. Komm. Hier hoch. Jetzt müssen wir bis ganz nach oben. Darauf. Ich folge dir. Siehst du das? Sowas nennt man Druckrohr. Das Wasser aus dem Staubecken fließt mit hohem Druck durch die Leitungen. Dabei wird die Strömung konzentriert und zu den Turbinen geleitet. Verdammt, woher weißt du das alles? Meine beiden Brüder haben ständig an irgendwas rumgeschraubt. Mit Dad. Er hat mir dann auch mit 17 einen Job bei Boeing besorgt. Ich ging damals halbtags zur Schule, um Mechanikerin zu werden, als es losging. Hast du sie wiedergesehen? Deinen Vater, deine Brüder? Nein. Komm, hier drüben. Na gut, dann wollen wir uns das mal ansehen. Das wird bestimmt Spaß machen. Und was jetzt? Warte, was soll das? Was machst du da? Wir waren nur kurz zusammen unterwegs. Nein, ich sagte nicht, dass ich nicht schwimmen kann. Ich sagte, ich schwimme nicht. Gemeldet. Einer von uns muss darunter den Zulauf säubern. Also, mache ich's. Oh, aber du kannst gerne zusehen. Der Blick, okay. Alter. Der ja, Blick. Ja, Sonny, los geht's. Du kannst gerne zusehen. Ja, das ist ziemlich verstopft. Aber ich kann es sauber machen. Lauf du zur Turbine zurück. Sieh nach, ob sie vibriert. Oh Gott, Leute, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Hey,
Nichts. Warte mal kurz. Das Ding läuft. Ja. Gut gemacht. Spürst du das Vibrieren? Ja, aber die Stromkabel sind noch tot. Was? Mann, ich wusste, dass das zu einfach ist. Na gut, los. Auf zu den Stromwandlern. Also, was wurde aus deinem Dad und deinen Brüdern? Keine Ahnung. Auf meinem Rückweg habe ich sie angerufen, aber es war ständig besetzt. Als ich dann beim Haus ankam, waren alle weg. Das ganze Viertel war wie ausgestorben. Überall hingen Flyer rum, Evakuierungsbefehle. Ich fuhr zum nächsten Flüchtlingslager, aber das stand schon nicht mehr. Alle waren tot. Überall waren Freaks. Oh Mann, Ricky, das tut mir echt leid. Ja, das Ganze ist lange her. Ich warte die ganze Zeit nur darauf, dass Scheiße passiert hier. Die hier speisen die Leitungen in Richtung Süden. Gut. Weißt du, was mit den Dingern nicht stimmt? Nein, keine Ahnung. Okay. Möglicherweise ein Kurzschluss im Verteilerkasten. Lass uns mal unten nachsehen. Okay? Oh, okay. Das mit dir und Schizo, das sieht ständig so aus, als würdest du ihm gleich die Gurgel rausreißen. Das wirst du mir jetzt nicht glauben. Vor kurzem haben Eddie und ich ihn vor unserer Hütte erwischt, als wir gebadet haben. Warte, Moment mal. Schizo, der ist echt ein Spanner. Ich sagte, wenn das nochmal passiert, zeige ich ihm, dass meine Knarre größer ist als seine. Oh Mann. Weißt du, wenn Eddie bei dir war, dann war Schizo sicher nicht deinetwegen da. Ja, sehr witzig. Wäre ich nicht dazwischen gegangen, hätte sie den Bastard erledigt. Autsch. Genau, leg dich nicht mit Frauen an, die ein Skalpell schwingen können. Hey, hilf mir hoch. Okay, alles klar. So. Ich mach das Tor auf. Na los, es ist gleich hier drüben. Irgendwas ist doch hier ganz scheiße, Freunde. Was stinkt denn hier so? Freakernester. Freakernester. Dem Gestank nach sogar ziemlich viele. Bleib bei mir. Oh, fuck no. Viele Molotovs hast du dabei. Genug. Okay. Du weißt, wie es geht. Du brennst sie an, ich werf sie weg. Ja, ja, ist lange her, aber wird schon gehen. Zünd sie an. Bereit? Oh ja. Hier ist noch eins. Ah, Scheiße! Bin verletzt! Sorry, mein Spiel hat gerade entschieden, dass die Waffe wechseln will. So viel dazu. Das wird brennen. Da kommen sie! Ugh.
Alles gut? Ja. Die mögen wirklich keine Besucher, oder? Ja, kann ich verstehen. Sie sollten sich lieber mal dran gewöhnen. Weißt du was? Das hier gehört ab jetzt zum Lost Lake Camp. Alle Macht im Volk. Okay, checken wir die Verteilerkästen und dann nichts wie weg hier. Das war's dann. Bereit? Ja. Okay. Runter! Ja, Houston, wir haben Strom. Gut gemacht. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Komm schon, wir müssen noch die Tür blockieren. Ich will nicht jeden Monat herkommen, um die Viecher wegzuräumen. Warte, warte, du bist in einem Monat hier? Was? Nein, ich weiß nicht, kannst du bitte... Meine Güte. Verarsch dich doch nur, Deke, komm. Warum fragst du nach meinem Dad und meinen Brüdern? Ich weiß nicht, du hattest sie vorher nie erwähnt. Es tut mir leid, wenn ich... Ich verstehe, dass du nicht drüber reden willst. Schon okay. Hat mich daran erinnert, dass ich dich schon längst mal was fragen wollte. Schon als wir unterwegs waren. Okay, Ricky. Ricky, nicht jetzt. Du kannst mich später fragen. Warte, nein. Hey. Hey. Komm schon, wir müssen los. Okay. Ich meine, wir haben geschafft, was wir schaffen wollten. Lief's wirklich gut? Nee. Wollten wir die Tür nicht zusperren? Hey, du hast nie gefragt, warum ich nicht mehr mit euch gefahren bin. Sollte ich etwa fragen? Ich wusste doch, warum Iron Mikes Schwachsinn. Gott, Ricky, muss das sein jetzt? Wir waren schon länger unterwegs. Seit, ich weiß nicht, ein paar Monaten. Was war schon? Okay. Okay. Es war in einer Nacht. Und ich erinnere mich ganz genau. Draußen schneit es gerade und... Busa schnarchte. Weißt du noch, wie er geschnarcht hat? Ich dachte, er hetzt damit eine Horde auf uns. Daran hat sich nichts geändert. Aber egal. Du dachtest, wir würden schon schlafen und du warst da draußen ganz allein, wie so oft. Und du hast etwas angestarrt. Du warst die ganze Nacht wach. Zeig mir das Foto, Dick. Komm, bitte. Da wusste ich es. Was wusstest du, Ricky? Dass ich nicht so enden wollte. Wie so viele von uns hier. Gefangen in der Vergangenheit oder davor weglaufend. Ich will nach vorn blicken. Okay? Nicht zurück. Es ist nicht so, wie du denkst. Okay? Oh, shit. Sind sie es auch wirklich? Er hat das Zeichen auf dem Rücken. Wir sind vom Lost Lake Camp. Bist du Iron Ricky? Mike hat einen Vertrag. Ah, tolle Idee. Willst du es nochmal versuchen? Bleib hier. Hey. Ja, wie lange bist du schon im Camp? Im Camp? Scheiße. Ihr Scheißer seid ganz schön weit weg von zu Hause, oder nicht? Schwingt ihr eure Ärsche nicht wieder zurück nach Iron Butte, dem Scheißloch, aus dem ihr gekrochen seid! Iron Mike hat einen Vertrag, verdammt. Hör mir zu, wir sind aus Lost Lake. Wir haben einen Vertrag! Ups, die interessieren sich nicht für deinen Vertrag. Oben im Norden, ha? Ihr solltet lieber in Carlos Nähe bleiben, ihr Scheißer! Hier!
Ja, Handy ist nett von dir, ist gerade ein bisschen schlecht. Das ist doch, was ihr wollt! Befreit! Ah. Oh, ihr könnt einfach alle zur Hölle fahren! Das ist der richtige Platz für euch! Okay, alles cool, Freunde. Das müsste der letzte gewesen sein. Oh Mann, vielleicht hast du recht. Solche Ripper habe ich noch nie gesehen. Was haben die denn eingeworfen? Keine Ahnung. Früher hatte ich auch mal mit solchen Typen zu tun, die werfen sich PCP rein oder irgendein anderes Zeug. Oh oh, Badesalz. Erinnerst du dich? Das war der letzte Schrei, bevor alles den Bach runterging. Ja, okay. Komm schon, mal sehen, ob die Bikes noch da sind. Badesalz? Okay. Glaubst du wirklich, Iron Mikes Vertrag mit diesen Bastarden wird halten? Keine Ahnung. Scheiß Ripper, nach dem, was sie mit Boozers Arm gemacht haben und nach der Sache Dick. Mit Lisa. Was? Das hier hatte einer in der Hand. Was ist passiert? Hattet ihr Ärger mit denen, du und Boozer, mit den Rippern? Ich meine, wegen des Antibiotikums? Ja, ich... Keine Ahnung, hör zu. Was immer Carlos denken mag. Das ist nichts verglichen mit dem, was ich ihm antue, wenn ich ihn sehe. Komm, gehen wir. Shit. Gut, wir folgen den Leitungen nach Süden. Wegen der Stromwandler. Wir sollten mal nachsehen. Okay, ich folge dir. So ein Shit, Alter. Hey, kann ich dich mal was fragen? Nein sagen? Wie bist du an den MC geraten? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben viel Zeit. Okay, ich war früher bei den Gebirgsjägern, einer Spezialeinheit, die mit der Nordallianz kooperierte. Wow, ich wusste nicht, dass du bei der Army warst. Warum? Willst du es hören oder nicht? Tut mir leid. Wir rückten auf Mazar-i-Sharif vor. Da gerieten wir plötzlich in einen Hinterhalt der Taliban. Auf ihren Pritschenwagen hatten sie SU-23, umgebaute Flakgeschütze. Dicke Dinger. Ja, richtig dicke Dinger. Der Humvee explodierte, fiel eine Klippe runter, direkt in den Hari. In Afghanistan zu ertrinken, ist wirklich schwer. Ehrlich, das ist eine gottverdammte Wüste. Ich wurde rausgeschleudert. Als ich aufwachte, lag der Humvee verkehrt herum im Fluss. Ich schwamm raus und suchte Überlebende. Ich zog eine Leiche ans Ufer. Und dann 7 weitere. Dann brachte ich Tanner an Land. Ein Sarge. Das war's dann. Und als ich heimkam, keine Ahnung, ich holte mir ein Bike, jahrelang damit rumgefahren, von Ort zu Ort und... Na, farewell? Du bist hier aufgewachsen, oder? Ja, okay, Als ich mich also wieder dran gewöhnt hatte, heuerte ich in einem Bikeshop an, der diesem alten Kerl namens Jack gehörte, der diesen Club leitete. Press, so haben wir ihn immer genannt. Er hat mich selbst aufgenommen.
Ernst? Jack? Rosa hat von ihm erzählt, glaube ich. Saß er nicht auch im Gefängnis? Das war eine miese Sache. Er hat's auf seine Kappe genommen. Ich glaube. Ihr habt euch sicher nahe gestanden. Ach, Scheiße. Einer muss das ja sein. Kommen wir morgen wieder. Dann kannst du das Werkzeug besorgen und wir kümmern uns drum. Dann sind weniger Freaks unterwegs. Also keine heiße Dusche? Okay. Aber ich will dir zuerst was zeigen. Nein, nein, Ricky, der Tag war lang. Komm schon, du weißt viel über die Freaks. Ich will dir was zeigen, was du vielleicht nicht weißt. Komm, wo wir schon hier sind. Scheiße, na gut. Dann los. Hey, darf ich dich was fragen? Oh Gott, wie ich schon sagte, kann ich's verhindern? Warum trägst du immer noch die Farben? Was meinst du denn damit? Ich meine, warum tragt ihr noch eure Kutte? Du und Musa, ihr wollt ja keine Mitglieder werben oder Territorium für euch beanspruchen. Nein. Einige Kollegen haben früher am Wochenende Kutte getragen. Ich habe sie mal gefragt und sie sagten, es wäre ihre Art von Fuck you in Richtung Polizei, Behörden und Regierung. Gegen wen rebellierst du denn? Gegen den Rest. Hör zu, wir tragen die Kutte nun mal. Was willst du denn? Ich spreche nicht für Buse, aber für mich ist es nichts weiter. Meine Kutte, das bin ich. Ich habe schon eine Menge Scheiße in meinem Leben gebaut, aber die Zeit beim MC ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht bereue. Okay. Ricky, was machen wir hier? Ich kenne die Nero-Todeszüge schon und Horden von... Ich weiß, aber noch nicht so. Was zum Teufel? Sehen. Ich war schon oft hier, um sie zu sehen. Sie bleiben in den alten Gebäuden und kommen jeden Abend raus, als läute jemand eine Essensglocke, weißt du? Am Morgen kommen sie zurück, aber wozu? Ruheschlaf? Du meinst, du hast noch nie nachgesehen? Haha. Nein. Einmal ging ich zu nah ran und ein Dutzend von ihnen hat mich gejagt. Ist wie ein Stich ins Wespennest. Na los, gehen wir. Es wird dunkel. Eine gute Frage, warum okay. Die da... Okay, dafür habe ich neulich etwas gesehen, was du nicht glauben wirst. Oh, du willst nicht reden. Okay, dann mal los. Halt, lass mich raten. Du hast Nero-Heli gesehen. Warte mal, woher weißt du das denn jetzt? Sie wurden schon öfter gesehen. Überall in Lost Lake. Scheiße. Warum fragst du? Sie sind nicht hier, um zu helfen. Sie scheinen sofort loszuballern. Ist mir egal. Ja, klang irgendwie anders. Damn. Die Folge wird auch immer länger, Freunde. Aber ich wollte ankommen. Hey, wo zum Teufel wart ihr so lange? Schön, dich zu sehen. Skizo sagte, du und Deacon, ihr wärt los. Ich hatte Angst. Adi, ich bin müde, okay? Oh, echt toll. Hey, Deke. Danke. Ja, okay, sag Bescheid, wenn du mit dem Stromwandler anfängst. Ich bin hier. Klar. Schwachsinn. Was ist dein Problem? Nein, nein, was ist dein Problem? Ich sag doch, ich bin müde. Mehr nicht. Okay. Tut mir leid. Wie gesagt, ich hatte Angst. Du sagst doch sonst Bescheid, wenn du wegfährst. Okay. Das ist alles? Ich werde absolut keinen Kommentar dazu abgeben. So muss ich mich nicht in 10 Jahren oder so für irgendwas, was ich dazu jetzt sage, entschuldigen. Scheiße, keine Ahnung. Freunde. Ich verschwende hier echt meine Zeit.
Ah, sieh mal einer an. Zu spät für Sumpfdienst. Tja, das ist echt Pech. Was, Gizzo? Gizzo. Ich frag mich echt, was der den ganzen Tag getrieben hat. Nur Scheiße, wie immer. Freunde, wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen. Wo, fragt ihr? Das ist eine super Frage. In der nächsten Folge von Days Gone, Alter. Hinterlasst mir gern auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und auf jeden Fall, einen netten Kommentar. Mich würde nämlich mal interessieren, wer von euch guckt denn die Videos überhaupt noch? Deswegen schreibt mir gerne irgendwas Nettes in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.